Jo Leute, ich habe wieder neue coole Sachen bei eBay Kleinanzeigen entdeckt, die wollte ich euch schnell zeigen. Hier einmal eine Düngerschleuder. Irgendwann hole ich mir nochmal so ein Ding. Kannst du hammergeil als Trichter benutzen, hinten eine Schnecke dran, um die Drille zu beladen oder sonst was. Ich finde für den Preis in den Zustand ist der Preis wirklich angemessen. Hier Koffergewichte, da werde ich nur nicht aus dem Text sehr schlau draus. Ich glaube aber, sie wollen das verkaufen. Ja, Einhängegewichte für Annikas Schlepper wären das. Also ja, wie gesagt, ich werde nicht schlau draus, aber vom Preis her für die Gewichte tatsächlich ein sehr guter Preis auch, wenn es denn so stimmt. Ein kleiner Wender. Ich denke aber, der wäre mir zu klein, aber sonst vom Preis her natürlich cool, da kannst du was mit anfangen, aber es ist halt nur 4 Sterne und ja, schafft dann nicht genug. Kleiner schöner Mulcher, der wäre echt super für mein Außengehege, den zu nutzen. Obwohl, der ist sehr klein, ne? Sehe ich jetzt erst, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Ja, der ist mal nur 1 Meter breit, ne? Da brauchst du ja auch einen kleinen Schlepper für. Hier mal eine richtig schöne Rarität, 1455 XL Case, ne, auch sehr gehypter Schlepper. Ne, das ist ja 1255, habe ich mich ganz verlesen. Ne, steht 1455 im Text. Wir sind einem Skandal auf der Spur. Eindeutig. Oder was meint ihr? Hat er falsche Aufkleber drauf oder ist das nur 1255, den er als 1455 kennzeichnet? Skandal. Heieiei. Ja, hier nochmal eine kleinere Düngerschleuder, auch vom Preis ein bisschen kleiner. Ich denke, sowas würde auch langen, obwohl ich hätte eigentlich gerne so fast eine Tonne drin. Dementsprechend, glaube ich, ist die zu klein. Hier nochmal eine schöne Saatbett-Kombination von Brix, 3 Meter. Also auch für den Preis sehr ansprechend. Da kannst du nochmal leicht lockern, das als Frontumbau umbauen. Das wäre schon cool eigentlich. 800 Euro, geht klar. Ja, hier so ein Ding, ich weiß auch nicht, ne? Irgendwann hole ich mir so ein Teil. Ohne Witz, ich finde die so geil. Damit hier die Rasenflächen machen, wäre so ein geiles Projekt. Ah, ich sage ja, du kannst ja auch überall dein Geld versenken, ne? Aber 1300 Euro, klar, da muss noch ein bisschen was gemacht werden anscheinend, aber es ist jetzt nicht unmöglich. Ich finde die Dinger hammercool, würde ich mir am liebsten holen. Ja, hey, voll Bock drauf, ohne Witz. Ja, hört sich dumm an, ist so. Und dann hier, das ist ja mein Highlight, eine 6 Meter Drill-Rüttel-Eckenmaschine. Also da ist eine Rüttel-Ecke vorweg mit einer 6 Meter Amazone-Drille. Stell dir mal vor, ich kreise das vor, lass das liegen, hau das mit dem Gürtler hoch und dann mit der 6 Meter einmal hinterher drehen, dann bin ich noch schneller dabei. Sowas ist ja genau was für mich, ne? Also Wahnsinn. Und mit dem Wagen dabei, das für 2.975 Euro, das ist wirklich geschenkt, das kosten manchmal nur die Wagen. Und dann hast du hier noch die Rütte-Ecke und Drille dabei. Kleinen Miststreuer habe ich wieder entdeckt von JF. Muss was dran gemacht werden bestimmt. Das Streuwerk ist nicht zu... Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Ah, dann ist das nix. Ja, und hier noch was Schönes. Deutz 830.